Hallo liebe Freunde des Paranormalen. Euer Interesse an dem vermissten Fall Hilal Erçan ist und war sehr groß. Die Aussagen aus der Tonbandsitzung Teil 1 haben wieder einige Fragen aufgeworfen. In der Infokarte oben rechts habe ich euch den ersten Teil verlinkt und ich setze aber auch noch unter diesem Video den Link zu Teil 1 separat ein. Einige von euch haben mir private Nachrichten mit interessanten Überlegungen geschickt. Danke dafür. So ist eine Überlegung, als in Teil 1 Heinz der Zimmermann erwähnt wurde, es sich eventuell um einen Vor- und Nachnamen handeln könnte und nicht um eine Berufsbezeichnung. Über weitergehende Recherche kann und darf ich hier leider nicht sprechen, weil die Aussagen aus der geistigen Welt leider kein Gewicht bei einer Beweisführung in einem Kriminalfall haben und man sich auch ziemlichen Ärger mit der Justiz einhandeln kann. Aber es kann sich ja jeder, wie er mag, seine eigene Meinung bilden. In der nun folgenden Tonbandeinspielung habe ich gezielt Hilal nach ihrem Entführer oder wohl doch eher nach ihrem Mörder befragt. Es sind interessante Aussagen durchgekommen, die auch wieder zum Nachdenken anregen und jedenfalls bei mir Fragezeichen in meinem Kopf hinterlassen haben. Wenn ihr Ideen oder Anmerkungen zu den Jenseitsaussagen habt, so könnt ihr mich gerne auf Facebook unter Rosamina Engels anschreiben. Ihr hört nun den zweiten Teil der Tonbandeinspielung im Fall Hilal Erçan. Tonbandeinspielung Teil 2 Hilal Erçan vom 30.11.2022 um 19.15 Uhr. Hallo meine lieben jenseitigen Freunde. Hier ist die Rosamina und ich begrüße euch. Heute würde ich gerne noch einmal mit der kleinen Hilal sprechen, die seit 23 Jahren verschwunden ist und ich hoffe, ihr könnt sie dabei etwas unterstützen. Liebe Hilal, falls du mich hören kannst, so bitte ich dich, mir meine Fragen möglichst deutlich zu beantworten. Wenn du mal etwas nicht weißt oder mal keine Antwort geben möchtest, so ist das auch völlig in Ordnung. Schau mal, ich habe dir etwas mitgebracht. Dort sitzt eine kleine Puppe für dich. Du darfst sie anfassen oder wenn du magst und kannst, auch damit spielen. Ganz wie du Lust hast. Hilal, nun komme ich zu meiner ersten Frage. An dem Tag, als du verschwunden bist, bist du da zu einem Mann ins Auto gestiegen oder hat er dich ins Auto gezerrt? Kanntest du den Mann oder hast du ihn vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Weißt du denn vielleicht noch, welche Haarfarbe er hatte? Kannst du dich da noch dran erinnern? Oder ob der Mann alleine war? Oder war jemand bei ihm? Vielleicht noch ein anderer Mann? Wenn du und der Mann irgendwo hingefahren seid, wie sah es dort aus? Waren da Häuser, andere Menschen oder Bäume? Oder warst du mit ihm in einer Wohnung, einem Keller oder vielleicht einer Garage? Wie sah es dort aus? Erzähl einfach mal alles, was dir so dazu einfällt. Hier kommen noch einige Aussagen, die keiner meiner Fragen zugeordnet werden können, die ich aber trotzdem für interessant halte. Hilals damalige beste Freundin, Sandra E., ist auch immer noch in die Suche nach Hilal involviert. Eventuell
bezieht sich die vorherige Aussage darauf. Ich sage Danke an die geistige Welt und schicke liebe Grüße an Hilal. Du wirst niemals vergessen sein und ich hoffe und ich wünsche mir, dass man deinen Körper irgendwann findet und deine Familie und deine Freunde dich in Ehren bestatten können. Nun kommt eine Schlussszene, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zum Ende der Einspielung nahm ich als erstes die Puppe aus dem Bild und hatte dabei vergessen, die Kamera auszuschalten. Das K2-Meter und ein Bewegungsmelder lagen noch im Set. Hier einmal eine kurze Erklärung zu dem K2-Meter-Gerät. Jetzt muss ich ganz genau ablesen. Das K2-EMF-Meter ist ein beliebtes und einfach zu bedienendes Gerät, um Spitzen in der elektromagnetischen Energie zu erkennen. Ein plötzlicher Ausschlag der Multifarben kann auf eine Aktivität oder einen Kommunikationsversuch von Geistern hindeuten. Quelle: die Geisterakten. Zitat Ende. Auf einmal schlug das K2-Meter voll aus. Ich habe das zuerst gar nicht bemerkt, weil ich mit Aufräumen beschäftigt war, bis ich dann aus den Augenwinkeln das hektische Leuchten sah. Hab dann schnell wieder die Puppe auf den Tisch gesetzt und das K2-Meter war wieder ruhig. Während der ganzen Sitzung von fast 20 Minuten ist das Gerät nicht einmal angegangen, erst als ich die Puppe wegnahm. Habe auch nach Ende der Einspielung keine anderen elektronischen Geräte angestellt, alle waren bis auf die Kamera aus. Meine persönliche Meinung zu dieser Aktion ist, dass Hilal wohl nicht wollte, dass ich ihre Puppe wegnehme und hat energiemäßig so stark reagiert, dass das Messgerät voll ausgeschlagen ist. Aber seht selbst. Das war nun Teil 2. Ich habe noch Material für einen dritten Teil. Den werde ich dann auch schnell bearbeiten und für euch hochladen. Ich danke euch für euer Interesse. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet es. Eure Rosamina.